Servus Leute, wie im letzten Video schon angekündigt, habe ich für euch mehr Content auf Customs, weil ich da im Moment wegen der Weekly Quest unterwegs bin und ja, im Endwipe gerne da am Snipen und einfach gutes PvP geht. Und heute habe ich ein Raid für euch, da bin ich mit der M4 und als Sniper mit der MK18 unterwegs. MK18 sozusagen als Bolt Action, ich lade immer bloß eine Patrone AP rein, da kostet ein Schuss so 40.000 bis 60.000, deshalb immer bloß einen Schuss reinladen, weil das geht sonst ganz schön ins Geld. Und ja, war dann auch ein sehr guter Raid, ein paar nette Shots. Wie immer auf Customs, das Snipen macht einfach Spaß, es ist mittlere Distanz und man hat einfach einen guten Mix aus Nahkampf und Snipen und im Endwipe ist einfach sau viel los. Und ja, das wollte ich euch für immer nicht vorenthalten. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, ein Follow da lasst. Hier auf YouTube würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Ja, jetzt viel Spaß mit dem Raid. Ja, das Problem ist, der GL kostet mich 1 Million, Vidolin, ne? Ah, der ist schon teuer. Na, da gehen wir jetzt nicht hin. Doch. Ey, dieser Granatenzaun, ne? Holy shit. Ne, das war nicht auf Wurz, das war auf, das war auf Shoreline, wo ich ihn da im Boot erschossen hab. Immer, ich habe das Gefühl, dass dieser Bug immer an denselben Stellen kommt, aber keine Ahnung. Weiß auch nicht genau. So. Ja, den schieße ich jetzt mal nicht mit der MK18 darunter. Gibt schon wieder ein Update? Zickert Scheiß, was machen die denn? Was habe ich hier gehört? Nein, ist das Gaff, okay. Oh, sorry, das war bei mir. Weiß auch nicht, woher das kommt. Ja, das wird dasselbe Update wie gestern sein. Ja, gestern haben sie es draufgespielt. Rerollt. Eiszitrone, es kann sein, wenn du gleich wieder einloggst, dass du nochmal im Item-Transfer-Screen landest. Ich glaube, das ist normal. Der war gut. Das ist No-Face.
Die Headshots sitzen, ne? Mann, Skeff. What the fuck? Was ist das für ein Geräusch gewesen? Hab ich da hinten nichts sehen, ne? Naja, es hat sich so angehört, Score, ne? Hab ich auch gedacht. Bisschen langsam geschalten. Hätte mich schon abknallen können. Fuck, also einer ist auf jeden Fall da. Bisschen schattig da hinten, ne? Aber keine Ahnung, ob ich den hab. Könnte sein. Könnte sein, dass ich den hab. MK18 Gameplay, ja. Let's go. 60.000er Schuss. Ich glaube, wir können unsere Posi ändern, oder? Was denkt ihr? Ich denke auch, ja. Ah. Mann, Juicer. Meinst du, das hat jemand gehört? Ich glaube nicht, nee. Ich musste einfach. Ich glaube, sein Kopf ist weg. Los, Jimmy. Okay. Ich weiß nicht, ob der hier tot ist, ne? Das ist die Frage. Ja, ist tot, da liegt er. Nice. Hab ihn.
Das war ein guter Schuss. Ich weiß nicht, ob der hier alleine war, ich denk's mal schon, ne? Hab bloß einen gehört. Ich warte drauf, dass ich hier noch... Ciao! Haust du rein, ne? Irgendwas habe ich hier noch gehört. Die Reaktion war nicht schlecht, ne? Er ist wirklich glücklich. Was ist denn das für eine M4 hier? Midat. Er ist wetten glücklich. Ein guter M4. Jo, die kann ich eigentlich komplett übernehmen. Die Frage ist da drüben hier noch einer oder nicht? Ja, kurz mein Zeug saven, denke ich. Joa. Joa. Okay, I take it. Könnte schlimmer sein. Was blinkt da? Eine SKS hier, ne? Na. Okay, wir gehen auf Skeleton.
Oh, dieser Effekt, ne? Ich muss den oben noch looten, ne? Shit. Den will ich da nicht liegen lassen. Achso, einen größeren Rucksack für mich. Das ist ja nett von ihm. Guter Junge. Guter Junge. Hier hinten hat es irgendwann in den Tanks geplinkt, ziemlich sicher. Okay, hat wohl hier geplinkt. Nee, das war nicht hier, was ich gehört habe. Das war weiter hier hinten. Ja, ich loot die dann schon auch. Ich will jetzt erstmal schauen, ob hier noch irgendwo Leute sind. Die bleiben schon noch da liegen. Die rennen nicht weg. Muss erstmal schauen, dass ich hier noch vielleicht ein, zwei Kills abstaub. Und dann looten. Sugar, okay. Okay. Ja, der Loot, wenn geklaut wird, nicht so wild. Who cares? Der eine da an der Bushalte, der wird vielleicht gelootet. Den anderen finden sie nicht so schnell. Gut, gut. Da war tatsächlich einer, ey. Er dürfte durchgehen, ja. Also es sollte möglich sein, da durchzuschießen. Ja, man kann durch die Container durchschießen, Leute.
Ich weiß nicht, ob es durch zwei Wände geht, aber doch ziemlich sicher. Kommt auf die Penetration von der Ammo an. Aber man kann durchschießen. Das wissen, also wissen viele nicht, dass man da wirklich durchkommt. So sieht's aus, sorry, so und nicht anders. Reserve die Metallschilde? Keine Ahnung. Aber die haben da einiges eingeführt, was geht und einiges, was nicht geht. Also, keine Ahnung. Das ist mal so, mal so. Ich habe jetzt keinen mehr gehört. Ich habe ihn hier aber nicht getroffen. Den hätte ich aber schon mal mit der MK18 sehen können, ganz ehrlich. Aber den hatte ich auch am Anfang, ne? Das war auch einer von mir. Ey, was ist hier eigentlich los? Kills über Kills über Kills über Kills. Customs ist hot. Aber was für ein Level habe ich MacDrill? Nicht so hoch. 10 oder 12 oder so. Die haben das Entladen, haben sie irgendwann mal gebufft. Das geht schneller. Ja, der war hier am Looten, ne? Den hätte ich doch... Ah, nee, da ist der LKW davor. Scheiße. Ey, noch eine M4, ja? Okay. Es wird hier nicht besser. Es wird hier nicht besser. Oh Mann, ey. Ich kriege jetzt die M4 mit. Ich muss meine MK wegdroppen, das hilft nichts. Bauen wir uns halt eine neue. Moment. Das machen wir nochmal. Ist das geil. Hat das Style, ey. Schau ich das an. Wupp. So. Nice. Der Casual kauft dir auf jeden Fall noch was anderes als eine Onboard-Soundkarte. Ganz wichtig. Bin mir sicher, dass ich nichts mehr gebackt bekomme? Habe ich echt meinen. Ne, ich habe eins dabei. Das ist Smoker dort. Das ist bloß in der Weste drin. Alles gut. Als ob ich ein CMS vergesse. Come on. Du weißt es und ich weiß es. Das stimmt nicht. Ein Schuss 60.000, ja. Halt, den da hinten können wir auch looten. Das war ein Scav, okay. Na klar, Pierre, wenn du das sagst. E5000, ey, der hat den Markt rumgelootet, Moment.
Naja, Daywalker. 60.000, wenn du den Schuss daneben setzt, sind es 120.000. Es ist kein garantierter Kill mit der AP. Ja, der hier war schon gut, dass ich den getroffen habe. Den hat es ziemlich von den Beinen gerissen. Oh, perfekt, danke. Geht nein. I take it. Oh Mann. Why? Why? So. Rest dürfen wir behalten. Es ist aber Glück, mir Bett. Shattered Mask. Oh, der ist gelootet, oder? Nee, ist er nicht. Okay. Nuts. Alrighty, ich glaube, wir können gehen. Mann, 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 wir haben ganz schön was rausgeholt hier. Strom ist nicht an, ne? Schade. Ich hab kein Mule dabei. Ich will nicht mulen. Ich bin bei 61 Kilo. Auf fucking Customs. Was ist hier los? Die gute AACP liegen lassen, ne? Ja, ja. Maya P ist die beste Ammo, servus Urban. Maya P ist auf jeden Fall die beste Ammo, aber BP reicht eigentlich auch vollkommen aus. Maya P ist halt komplett Overkill, ne, also macht kurzen Prozess auch mit 6er Rüstungen. BP hat da ein paar mehr Probleme, aber das ist auch der einzige Unterschied. So, Siki, ja, ich werde wahrscheinlich gleich aus dem Spiel geschmissen. Wegen Technical Client. Also Maya P, wenn du Bock drauf hast, ich denke, du wirst in den meisten Situationen keinen Unterschied merken. Weil BP ist schon eine saustarke Ammo. Und Maya P ist halt übertrieben, wenn es darum geht, ne? Rüstungsdamage, Schaden. Alles nochmal ein Stückchen mehr Overkill. So Leute, dann macht mal Hallo YouTube im Chat, wenn ihr euch verewigen wollt, weil die Runde war, die war nicht schlecht. Oh, come on. Echt jetzt? Jetzt kann ich nicht mehr sehen.
Echt jetzt? Echt jetzt? Ich krieg keinen Endscreen? Wow, danke für nichts. Danke für nichts. Ah, wundervoll. Wundervoll. Na, ciao.